Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, den Menschen seines Wohlgefallens. An dem friedensreichen Ort, an dem der Engel den einfachen und armen Menschen die Geburt des Herrn ankündigte, segnete Bruder Dobromir Jaschtal, Vikar der Kustodie des Heiligen Landes, am 22. Juli den Beginn der Arbeiten an einem Projekt zur Versorgung von Pilgern und Einheimischen im Bereich der katholischen Kapelle am Hirtenfeld in Beit Sahur. Dieses Projekt umfasst in seiner ersten Phase den Bau des Pförtnerhauses der Herberge für den Empfang der Pilger. Weitere Phasen sehen die Sanierung und auch den Bau von Einrichtungen vor, die für Jugendliche, für die Pfadfinder aus Bethlehem, aber auch aus Beit Sahur und generell aus der ganzen Welt gedacht sind, die gerade an diesem Ort eine spirituelle Erfahrung machen wollen. Provenienti da tutto il mondo che vorranno fare l'esperienza spirituale proprio in questo luogo. Un progetto che ha uno scopo molto grande. Es ist ein Projekt, das ein sehr großes Ziel verfolgt: die Aufnahme von Pilgern hier, wo es auch neue Kapellen geben wird, um dann die Pilger aufzunehmen. Nationale Kapellen aus verschiedenen Ländern, die sich trotz der Pandemie bereit erklärt haben, beim Bau zu helfen. Die Franziskaner haben an der Stelle gebetet, an der mit dem Bau begonnen werden soll, und anschließend den Grundstein gelegt. So wird die Mission, die den Orden der Minderbrüder seit über 800 Jahren im Heiligen Land bewegt, konkret erweitert. Die lebendigen Steine der Ortskirche zu hüten, um sie zu Zeugen des auferstandenen Herrn zu machen. Die Orte zu bewahren, an denen der Glaube seinen Anfang nahm. Und christliche Pilger willkommen zu heißen und ihnen eine würdige Aufnahme anzubieten. Un altro. Bruder Marcelo betonte, dass der wertvolle Beitrag der Holy Land Foundation und ihrer amerikanischen Wohltäter nicht nur die Aufnahme der Pilger, sondern nach den schweren Monaten der durch die Pandemie verursachten Krise auch eine konkrete Arbeitsperspektive für die örtliche Gemeinschaft gewährleisten wird. Der Franziskanerorden trägt durch sein Projekt in Beit Sahur dazu bei, die großzügige Unterstützung der christlichen Gemeinschaft in der ganzen Welt anzuziehen. Dies, um das Zugehörigkeitsgefühl zum Land Christi zu stärken und die lebendigen Steine, die Christen vor Ort, mit dem Wasser der Hoffnung und der Beharrlichkeit zu tränken.